So, vorbereitet von dir, steht in den Napoli. Steht in Napoli. Gucken wir mal, wie sich... Oh mein Gott. Emre Can spielt dort und ist Kapitän. Oh, oh, okay. Oh, schlecht. Okay. Ja, mal gucken. Hoffen wir mal. Ja, ich muss ja auch gucken, dass wir mal das auch mal einstellen. Dann müssen wir direkt, dass wir direkt hier reinkommen und ins Spiel spielen eigentlich. Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Ich bin Wolf Fuß, gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und uns erwartet heute ein Spiel am ersten Vorrundenspieltag dieses Vorbereitungsturniers. Dürfte ein super Spiel werden, Buschi. Vorbereitungsturnier. Das ein oder andere Experiment zu wagen. Jetzt ist mein Experiment mal mit zwei Stürmer, du spielst im Anti-Ehren. Für die neue Saison vielleicht. Will ich alles mitnehmen für diesen Pokal. Und dann brauche ich ja noch bei diesem Supercup-Finale. Sie unterstützen gut. Brauche ich noch einen Du musst ja noch überlegen. Von ihm erwarten wir heute einiges. Seine Stärken hat er natürlich im Abschluss. Vor dem Tor ist er eiskalt. Da nutzt er nahezu jede Chance. Mal schauen. Marcel. Muss ich mal halt mal gucken. Sie haben da Platz auf dem Flügel. Und jetzt die Chance. Ah. Naja. Ich will schon zu wissen, wenn ich alles mitnehme bei diesem Supercup-Finale. Ah, das könnte was werden jetzt. In RB Leipzig. Klasse Versuch, ganz knapp nicht drin. Naja. Da muss ich auch hier rumspringen mit Tieren. Wenn ich alles nicht mitnehme. Mal gucken, welche Spieler ich alles nicht mitnehme. Wer auch der Sassmann kommt. Schäfer. Und wer. Moukoko am Ball. Und wer natürlich alles in Status kommt. Und naja, da gibt's jetzt. Und dann den ist vor allem vorbereitetes Turnier. Auch mal gut. Ich sag mal, das ist der allererste vorbereitetes Turnier, wo ich selber spiele. Weil sonst habe ich das Papadopoulos. immer wieder schnell simuliert. Aber jetzt habe ich mal beschlossen, vorbereitetes Turnier selber zu spielen. Weiter diese so entschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Ja, wir machen das ja bei solchen Spiel. Bei dieser Ecke hoffen sie jetzt auf den Führungstreffer. Ecke in die Mitte. Ja, ich habe nur eingestellt, dass ich mit Itz spielen muss. Aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ich muss mit Itz schießen und Pässe machen. Das glaube ich super auch eingestellt. Gegangen. Da haben sie den Ball wieder. Naja, müssen wir die Einstellung mal wieder umstellen. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Oh. Ganz frei, aber das war jetzt stark aber. Boah, der war wichtig. Der das war wichtig. Von Jufas haben wir Kuku aber. So, Ecke kommt. Er noch eine. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Da kommt der Schuss. Und noch ein Eckstoß. Hier, ja, wie viele Ecke soll ich doch hier bekommen heute? Da kommt der Schuss. Gehalten, noch eine Ecke. Stark gemacht. Ja, wie wieder viele Ecke bekomme ich denn heute noch? Schussversuch. Kein Problem hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. Jetzt 0:0 so, zur Halbzeitpause. Das war's in diesem ersten Spielabschnitt. Ja, das war jetzt gerade keine gute Leistung gerade eigentlich. Okay.
Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Ja, das spielt schon richtig gut hier rein, meine Spieler. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Latte, aber die Chance lässt auch. Was war das für ein Latte-Treffer gerade eben? Nur ein Tier hätte reingehen müssen. Nicht? Ah, Moment, jetzt liegt was in der Luft. Ja, eigentlich. Tor Nummer 1 in dieser Partie. Die verdiente Führung. Aber ja, so für sie haben die Partie Marcel im Griff. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Sein erstes Tor hier. Für den Verein hier. Der Marcel Thiel. Macht jetzt halt alle auf das. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Der war eiskalt. Zu schnell hier. Ein zu null. Schönes Tor. So muss ich sehen. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ja, vielleicht kommt auch noch das 2 zu 0. Der Transfer ist fix. Er wird also bald beim neuen Club auch. Muss man noch überlegen. Unheimlich verdienter Spieler. Ist so leise, ist jetzt die Karriere so ein bisschen ausklingen. Vielleicht will ich auch ein neues Spieler kaufen. Das will ich auch nicht. Ich weiß es noch nicht ganz. Guter Vorstoß da jetzt. Jetzt kann er es machen. Doppelschlag. Das war da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist richtig. Zwei Tore Führung jetzt. Mit dem Spieler Reala Daudi mache ich das riskante Tor hier. Junge, was hat das ein riskantes Ball Tor? Ball geht präzise ins kurze Eck. Genau Junge, da sollte er hin. Und dann da bist du natürlich auch hin, Ball. Also ich dachte auch, nicht, dass ich die drei mache. Ich dachte, ich würde den daneben schießen. Weil von so aus ein Tor so schießen, ja, da muss man Glück haben. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Ja, Pöpferle Lione. So der freut sich aber, der Trainer. Spielstand 2-0. Im Moment läuft TSV es natürlich für sie. Altenstein. Damit steht es jetzt halbe Stunde noch, dann ist der das Spiel TSV vorbei. Altenstein, oh, 2-0. Der muss da drin sein. Ah. Der Anschlusstreffer, jetzt weiter Gas geben. Danke. Ach ja, jetzt habe ich einmal einen kleinen Schlaffehler gehabt. Ja. Schon überraschender Treffer. Bisher waren sie ja noch nicht so gut drin in dieser Partie. Aber da müssen sie jetzt dranbleiben, sich weitere Chancen erspielen, dann kann das noch was werden. Ja, es könnte aktueller noch was werden. Also 2-1. Ja. Er lässt sich da nicht aufhalten. Da haben sie die Chance. Ah, gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell. Nerven behalten. Ja, egal. Gute Aktion. Da ist Platz für den Konter. Kopf. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Also die Abwehr ist sehr gut, die Abwehr. Die machen gleich ein bisschen mal Fehler. Aber vielleicht werden wir in die Bundesliga eine umgeschlagene Saison machen. Vielleicht. Für die Meisterschale. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher. Über den Gladbach das Spiel. Alle vorne noch erstmal die zwei Vorbereitungsturniere. Dann haben wir auch noch das Supercup-Spiel gegen Leipzig. Und dann ist der Ball doch weg. Ich glaube, das UEFA-Supercup ist sowas mit dem Ball. Mal sehen, ob sie den nutzen. Oh, das ist der deutsche Supercup. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Oh, das war knapp. Kann man mal gucken. Das war richtig knapp. Nach toller Versuch, auch. Leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Ach, da geht und noch was. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Ja, ich würde ja auch Wechsel machen. Helf. Oh, naja, weißt du was? Samuel Schubert. Ich mache den, er geht schön dazwischen. Ich mache das halt, ich hebe den Wechsel dann. Ich mache jetzt mal, ja, ich halt heute mal keinen Wechsel. Ein Wechsel und ein Event. Das mache ich dann beim nächsten Spiel dann. Die Startelf bleibt erstmal. Da ist der Ball weg. Muss das mal durchhalten. Bis zum Spielende. Jetzt ist er durch. Und dann werde ich den Wechsel machen. Starkes Spiel. Wieder das Tor. Er und jetzt das 3-1. Von Marcel Thiel mit seinem zweiten Tor.
Ja, da hat er die Situation blitzschnell komm, erkannt und gleich mal jetzt die ganze komm, Abwehr ausgeben. Ein Wechsel kommen, wir machen einen Spiellauf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr einen folgen. Schone für das nächste Spiel, glaube ich. Ja, schon wird große schon Freude cool auch gewesen. Am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch aber eigentlich jetzt sein. Aber zwei Minuten Nachspielzeit habe ich das jetzt der eh gewonnen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Na, das könnte ich jetzt eh gewinnen. Da Minuten kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Ja, die 2 Minuten sind gleich zu Ende. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Es ist also ein Sieg geworden mit 2 Toren. Ja, mit 2 Toren Vorsprung, mit den einzelnen guten Ergebnissen. Also 3:1 gewonnen. Auch in Ordnung. Und schon die andere gespielt. Okay. So. Super Mario. Paper Mario. Das gefällt mir. Das kommt jetzt noch. Ja, das soll ich ja mal. Aber mal ja, ich sehe, weil ich darauf Bot hätte. Oh, Super Mario. Und ja. Aber nur was du das davon gehört. Und ich würde sagen, das machen wir am nächsten Part weiter.